Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, jetzt gehen wir nur noch zu deiner anderen Hansel da drüber hier und versuchen diese Sumpfhaie ums Verrecke zu meiden. Weil bei dem da drüber muss ich auch noch was erledigen. Der fühlt sich da in seiner Sumpfsammelstelle etwas bedroht, weswegen ich da noch ein paar Gegner fertig machen muss. Aber glücklicherweise sind es keine Sumpfhaie. Die wären doch etwas zu heftig für uns. Ja, die Heilkräuter nehme ich mal trotzdem mit, auch wenn sie gefährlich nur an so einem Sumpfhai dran sind. Ah, da ist noch eins. Sehr schön. Und da drüben ist ja auch noch eins. Hoho. Also insofern, der Sumpf bietet schon ein paar schöne Möglichkeiten. Aber an deiner Sumpfhaie mag ich trotzdem nicht zu nah vorbei. Die sind jetzt derzeit unüberwindbare Gegner. Und wenn man etwas höher ist, dann sind es immer noch ziemlich harte Brocken, aber so auf letztem Level sind die eigentlich easy peasy. Okay. Da muss ich weiter. Und dann jetzt dort hier. Also wie gesagt, das sind... Uah. Hier fängt die Barriere wieder an. Ups. Hier fängt die Barriere wieder an, stunk zu machen. Okay. Entschuldigt eure Majestät. Bin ich doch etwas zu weit gelaufen? Irgendwie bin ich zu weit gelaufen, ja. Ich weiß noch nicht, wie weit ich zu gehen habe. Ich glaube, das war's schon. Scheiße. Okay, das kann passieren. Das Sumpf ist halt auch am Rand von der Karte und so auch am Rand von der Barriere. Insofern befinden die... Ah ja, genau, da bin ich richtig. Insofern befinden sich die Leute hier halt auch wirklich am absoluten Randgebiet von der Kolonie. Da muss ich mich halt nochmal ein bisschen mit Fleisch hochheilen. Aber das ist halb so wild. Okay. Dann kommt mal her, ihr Viecher. Euch muss ich nämlich fertig machen. Hopp, komm schon her. Ups, da ist noch eine. Na, die macht hier Stunk. Die kriege ich auch nicht zu fassen, diese dämliche Blutfliege hier. Ah, Eva. Okay. So, die Flügel und der Stachel nehme ich mit. Dann komm her, du. Ups, die hat mich erwischt. Und da sind noch drei. Die machen wir auch noch fertig. Glücklicherweise attackieren die nicht richtig. So. Dann haben wir Dito und... Na, nimm sie aus. Noch schön authentisch hier in der Sumpfbrühe. Wachs. Okay. Dann hätten wir hier soweit alles, aber du triffst die zwei, die stören dann auch noch. Ich muss nämlich hier für ihn die ganze Fliege killen, damit er unser Arbeiter sich sicher fühlen. So. Okay. Also die Novize hängen zum Beispiel an und die stinkt normale Röcke an. Die sind noch keine richtige Novize. Weil die richtige Novize tragen die alle diese Robe. Oder nicht nur der Rock. Also der Rock ist zwar zugehörig zum Novize-Gewand, aber die richtigen Novize tragen ja alle noch die Kutte dazu. So. Alle hopp. Das dürfte ausreichen, glaube ich. Dann zumindest ist hier nur noch ein Sumpfhai in der Nähe und den kriege ich beim besten Willen nicht down. Das können wir ja mal irgendwann machen, falls ich noch dran denke und wenn wir hochstufig genug sind, dass wir hier den Sumpf nochmal säubern. Also falls ich dran denke, wäre es durchaus noch eine Möglichkeit. Sodala, noch ein bisschen Fleischschmatzer. Und dann geht's wieder zurück. Ja, das ist auch mal wieder so ein schöner Grafikfehler. Rechts ist kein Wasser dargestellt und links ist das Wasser noch dargestellt. Aber das war üblich beim alten Gothic. So, was bist du für einer Viran? Bitteschön. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst.
Ich habe eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Na, Allah. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Mhm. Dann bin ich mit der Sarah. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, ja, ja. Nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Ich würde es nur zu gern selber, Sarah. Aber ich glaube, es ist mittlerweile echt so duster wie ein Ratterarsch hier, deswegen... So, nehmen wir mal so Fackel mit. Es ist zwar nicht so duster wie Waageladung, Arschlöcher, aber es ist trotzdem schon ziemlich duster hier. Ja, das hat jetzt auch nochmal 500 Erfahrungspunkte gegeben. Also insgesamt, nur weil wir im Argfanger haben, indem wir mit Gorim gesprochen haben, haben wir jetzt schon 800 Erfahrungspunkte nur durch diese Quests hier gekriegt. Das ist doch schon immens, wie ich finde. Und das sind auf jeden Fall Aufgaben, die ich ungern verpasst hätte. So, jetzt sind wir wieder dort. Dann können wir uns auch hier wieder bewegen. Und können gerade die Sumpfkrauternte direkt zu Kor Kalom bringen. Dann hat der Olden Zack auch wieder seinen Spaß. Moment, ich glaube, ich nehme die Abkürzung hier über die Plattform, bevor ich hier wieder immer außer rumrenne wie so ein Dulli. Mache ich das mal so. Oh, das war auch interessant, aber na gut. So sollte ich das machen, ja. Statt alt sollte ich lieber mit STRG an die Sache tragen hier. So, da ist dann wieder der Knet Kalopus, Guanatonk oder wie er heißt. Und von hier aus wieder runter. Kor Kalom ranzt ja sowieso die ganze Zeit in seinem Alchemielabor rum und stinkt wie struppig Rindvieh. Von daher, das passt schon. Aber bald für dich muss nicht. Ups. Ja, Kor Kalom, das ist auch so ein Riewestier. Ganz wieschte Kerl. Und immer nur am Meckern, das ist allein schon wieder so ein Grund, warum ich nicht zu deiner Sumpfies gehen sollte, weil der ist echt schrecklich unsympathisch und ist halt wirklich einer von den wichtigen Leuten, der Kor Kalom. Aber so ist es halt. So, Pletsch, Pletsch. Hi, Carly. Also, der schafft die ganze Zeit durch. Was willst du? Bitteschön. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ah, gib her und verzieh dich wieder. Nett. Dankeschön. Beziehungsweise gern geschehe. Dann sollte ich jetzt nur noch Baal Orun Bescheid geben. Und dann haben wir alles. Also insgesamt 900 Erfahrungspunkte hat uns das Ganze gebracht. Das ist doch schon ziemlich, ziemlich viel. Inklusive halt eine ganze Erfahrung, die Blutfliege noch gäbe hin. Es waren bestimmt auch 9 Blutfliege oder so. Das sind auch wieder 630 Erfahrungspunkte bei 9 Blutfliege. Alles nicht zu unterschätzen. Sodele. Und dort hier zum Plattform, zu der Plattform mit einem großen Baum. Und dann nochmal zum Baal Orun, dem nochmal Bescheid geben. Und dann ist gut. Es ist halt nur doof, dass so eine große Questreihe wie die Gorim-Sache hier so schwer getriggert werden kann. Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man die ganzen Dinger nochmal sieht. Die ganze Erfahrungspunkte, die man da kriegt. Harlock, der stampft jetzt die ganze Zeit durch. Wo ist denn der Baal Orun? Ah, da ist er. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Okay. Ich habe Kor Kalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühen. Hier,
Nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Ja, 1350 Erfahrungspunkte insgesamt gesammelt und von dem hätte ich den Schlafzauber gekriegt. Hm? Ja, wäre ich mal lieber früher schneller am Ball geblieben und früher hier nochmal unterwegs gewesen, hätte ich das auch gekriegt. Egal, so oder so, der Ball-Chatter habe ich jetzt auch nochmal überzeugt mit meiner Magie, die ich gewirkt habe. Es ist ja auch so unglaublich schwierig, eine Spruchrolle vorzulesen. Das ist schon eine Herkulesaufgabe. Wie dem auch sei, ich habe jetzt soweit alles fertig. Und ich würde sagen, ich denke, es ist soweit, dass ich zurück ins alte Lager kann. Ich habe alles gemacht, was es zu machen gibt. Die Sumpfies würden mich jetzt aufnehmen. Also ich könnte mit Stufe Silber, die ich jetzt habe, könnte ich theoretisch zu den Sumpfies gehen und könnte einer von ihnen wäre. Ich könnte zum neuen Lager gehen mit meiner Versorgungsliste aus der alten Mine und könnte mich zum Bandit machen lassen, dadurch, dass ich das Ding geplündert habe und an die Falsche weitergereicht habe. Und ich kann mit der Liste zu Diego gehe und kann ihm zeigen, dass man mir vertrauen kann, dass ich nicht so ein Hinterrückstyp bin und kann zum Schatten werden und kann somit in die Burg. Alles steht mir offen. Jetzt bin ich gerade an so einem Punkt angelangt, da steht mir wirklich die Welt offen. Die Kolonie könnte mir alles bieten. Könnte mir die Sache vom Schläfer bieten, es könnte mir die Vorzüge vom neuen Lager bieten, mit Freiheit und Pipapo. Und es könnte mir auch den Luxus vom alten Lager bieten mit Güter aus der Außenwelt und einem relativ festen Hierarchienetzwerk. Auf jeden Fall das strengste Hierarchienetzwerk. Ich denke, das zweitstrengste Hierarchienetzwerk hat auch die Sekte durchaus. Ich meine, die haben ja auch ihr Gurus, ihr Templer und ihr Novize und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch eine strenge Hierarchie. Aber es ist halt alles auf seiner religiösen Schiene. Und sowas reizt mich einfach mal so gar nicht, um ganz ehrlich zu sein. Und da finde ich doch eher die Sache mit der Erzbarone cool. Das waren halt die Arschgeige, die als allererstes die Spitzhacke jemand in den Rücken gerammt hätten. So viel kann ich sagen, wenn ihr euch noch an die Sequenz erinnert. In der allerersten Episode, wo es heißt, mehr als einen Moment brauchten die Gefangenen nicht, wo es dann übernommen hätten. Derjenige, der die Spitzhacke dem Gardist in den Rücken gerammt hat, das war Gomez. Sieht man auch an der Gestaltung von dem Charakter. Es ist auf jeden Fall Gomez gewesen. Das war wohl der Erste, der wirklich die Spitzhacke einem Gardist hier in der Rücke gerammt hat und damit ans Lager übernommen hat. Und ich glaube, der noch mit dabei war auch noch irgendein Erzbaron oder irgendein Gardist. Ich kann es mir genau sagen, wer das war. Aber dass derjenige, der zuallererst die Spitzhacke einem Gardist in der Rücke gerammt hat, einer von den Männern vom König, das war auf jeden Fall Gomez. Und eben seine Jungs will ich mich auch schließen. Sodele. Hi Jackal. Ich mag aber in die Richtung gehen, weil ich habe nur noch eine Hütte im Arena-Bezirk. Und mag do jetzt erstmal eine Runde knacken, bevor ich am nächsten Tag mich der Leute von Gomez anschließe. Außerdem will ich jetzt... Dummkopf, du Riewestier. Hoch mit dir. Ich hätte gerade Wendeltreppe in der Halsneige gekloppt. Yes, das erleid. Dumm kann man sein. Ach Gott im Himmel. Ja gut, die Treppe kann ich wohl nicht hingehen. Kann ich wohl nicht hochklettern. So clever ist der leider nicht. Allerhopp. 1:53 Uhr haben wir es jetzt. Und dann gehen wir um 2 Uhr pennen. Schlafen 6 Stunden und stehen um 8 Uhr wieder auf. Dann läuft die Geschichte. Das mit dem kleinen Vordach kehrt mir. Das ist das da. Das ist meins. Und schön. Bis zum nächsten Morgen. Perfekt. 6. Tag, 8 Uhr morgens. So. Wir zünden einfach mal unser Bude an. Die Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. So, am 6. Tag, also es ist fast eine Woche her, dass wir reingeschmissen wurden. Und jetzt kann ich zu einer von der Fraktionen übertreten. Und kann einer von ihnen werden. Noch eine Woche. Ich denke, das haben viele Leute schon nicht so gepackt, dass sie noch eine Woche Schatten wurden. Okay.
Los geht's. Wir haben jetzt 30 Lernpunkte noch parat. Das können wir dann in der Burg ausgeben. So oder so, egal welcher Fraktion man sich anschließt, im neuen Lager kriegt man ein Kuriersiegel und darf dort mit in die Burg reingehen und zu den Magier. Beim alten Lager natürlich, so kommt man sowieso in die Burg rein, weil man ja einer von den Leuten ist, von den Top-Leuten, darf man auch die Burg betreten als Schatter. Und vom Sumpflager kriegt man auch den Auftrag, hinzugehen. Okay, Diego, mein Freund, wie sieht's aus? Bitteschön. Ich hab die Liste von ihr. 750 Erfahrungspunkte. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Gut, wie steht's denn mit meinem Ansehen, mein Lieber? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketti hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Allerdings. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Perfekt. Gut. Dann noch ein paar letzte Benimmregeln. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Okay. Mach's gut. Dann wissen wir ja Bescheid. Dann sollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal speichern hier. So, Thori. Wie sieht's aus? Ugh. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Okay. Dann Dankeschön und wir gehen wohl in die Burgrei. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Okay. Aber ich meine, der war jetzt irgendwie 3 Schritte oder was von dir entfernt. Das hättest du hören müssen eigentlich, was wir miteinander geschwätzt haben. Okay. Jetzt sind wir in der Burg drin. Geil, oder? Und da hängt schon mal gleich so ein Mahnmal für alle, die Scheiße bauen. Die baumeln dann hier. Und wenn wir dann hier noch... Das Scorpio. Wer hat dich denn reingelassen? Torus. Und was willst du hier? Ja, bitteschön. Ich bin auf dem Weg zu Gomez. Ich will mich euch anschließen. Du? Hast du überhaupt schon was für uns geleistet? Die Schatten waren zufrieden. Von Schatten will hier keiner was hören. Hier drin geben wir den Ton an. Okay, kannst du... Vielleicht kann kannst du mir lernen? Beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Okay. Na gut. Kann ich mit leben. Dann gehen wir mal hier. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Okay. Du haben wir noch einer. Der hier rumsteht. Was kann ich für dich tun? Hier. Wer bist du? Ich bin Raven, Gomez rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Raven, stimmt. Ich glaube, der war's, der noch Nevetra andere dann die Kehle durchgeschnitten hat in dem Anfangsvideo. Okay. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Ich find's schade, dass man die Erzbaron-Rüstungen nicht kriegt, weil die sehen doch ziemlich cool aus. Ich will zu Gomez. Torus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten.
Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Du könntest es hier zu was bringen. Ich werde dich zu Gomez führen. Folge mir und fass nichts an. Ich wollte aber vorher nochmal was gucken. Ah, das war dumm von mir. Das war echt dumm von mir. Halten wollte Gaul A. Ich habe ja glücklicherweise hier nochmal gespeichert. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Jetzt kann ich mich ja einfach hier durchklicken. Klicke, gluck, 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 gluck. Und dann die Hansel nochmal. Bla 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 bla. Ja, genau. Ich glaube, ich sollte zuerst nochmal zu dem Magier gehen, dass ich als Schatter aufgenommen werde und ich möchte eigentlich als Magier aufgenommen werden. Noch einmal. Bla 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 bla. Weg zu Gomez. So. Okay. Gut. Bevor ich zu denen gehe, will ich zu dem Magier gehen. Ne, dass es heißt. Tja, so wird's leider nix. Kater? Hallo? Ihr habt ganz schön viel Platz hier in der Burg. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wollte mich mal ein bisschen umsehen. So. Was kannst du mir über die Burg sagen? Nach dem großen Aufstand haben sich Gomez und seine Jungs die Burg unter den Nagel gerissen. Ich habe damals schnell gemerkt, dass es besser ist, sich ihm anzuschließen. Schon als wir damals noch alle im KK eingepfercht waren und in den Minen schuften mussten, hatte er unter den Gefangenen am meisten zu sagen. Es gibt Kerker unter der Burg. Ja, aber sie sind heute leer. Seit dem großen Aufstand will da niemand mehr rein. Ja, verständlich. Okay, das war mal. Kann ich da mal vorbei? Natürlich, kann ich da mal vorbei. Das ist so geil, wie die das schon sagen. Okay, das sind jetzt die Feuermagier. Hallo. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Mhm, das ist natürlich sehr cool. So. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Mhm. Ich suche den obersten Feuermagier. Sprich mit Milton. Und nun geh. Okay, was machen die magischen Künste? Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Okay, dann halt nicht. Wenn ich tausche. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Okay, was haben wir dann? Lehren der Götter, das haben wir alle schon gekauft. Der dritte Kreis der Magie, der zweite Kreis der Magie. Was haben wir dann do? Erster und zweite Kreis der Magie. Und was hat der noch? Der dritte Kreis der Magie und der zweite, den haben wir schon, oder? Lehren der Götter. Der zweite Kreis der Magie, ja, den haben wir schon. Okay, der dritte Kreis der Magie mag ich trotzdem noch haben. Und, ja, erstmal gucke, was ich noch so angruscht habe zum Handler. Lagerhaut, Rastiermesser, lassen wir mal. Ein paar Blutfliegenstacheln. So, Klinge, ah, das haben wir auch noch, okay. Kann man mal schauen. Dass wir hier noch eventuell was drauflegen. Noch zwei Dinger von meiner Seite aus und dann war's das. Okay. Gut. Wie sieht's mit dir aus? Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Alter, was ein arrogantes Hallo, Stück Scheiße, Mann. Hi, Milton. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? So, bitteschön. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Bitteschön. Hier ist er. Ohne Belohnungsgedöns. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Jetzt joggt er hier rein, joggt hoch. Zu seinem Meester, joggt wieder zurück. Und was kommt? Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Mhm. Gut.
Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Okay, dann... Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Mhm. Will ich aber auch. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal Schatterwerer. Das ist dann wohl ziemlich selbstverständlich. Na gut, okay, die kämen jetzt schon zurück zu, die zwei Arrogantlinge. Belohnung. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Ein Stärkering, Ring des Geschicks, drei Spruchrollen, Feuer, Ball, Blitz und Verwandeln in Scavenger, Essenz des Geistes, maximales Mana plus 5, das ist das Beste. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Ja. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Trinke den Trank. Alles klar, sehr schön, mach ich. Mach schon Platz. Ja, ist gut. Dass ich mir Belohnungen um sie schmeiße und dann mich hier fortschicke. Okay. Das ist tatsächlich das Mächtigste, weil das eine Attributserhöhung ist. Ist auch 500 Erz wert. Essenz des Geistes. Bonus für maximales Mana plus 5. Sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich jetzt aber sagen, dass ich tatsächlich hier auch wieder meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.